Hallihallo Leute, heute absoluter Turbo-Stress, denn meine Frau bringt vielleicht was zu essen von der Arbeit mit und mich hungert gar sehr. Ja, es hungert mich. Und daher, jo, pass auf, ich habe ein Paket gekriegt und zwar habe ich das selber bestellt, aber es ist trotzdem Entgelt bezahlt und ihr werdet sehen, das Datum ist total unfair, das ist nämlich gestern. Nein, ist vorgestern. Heute ist der 18. Heute wäre mein Hund 23 Jahre alt geworden. Ist schon noch emotional für mich. Der war 17 Jahre lang bei mir. Ne? Vom 12. bis zu meinem 29. Lebensjahr hatte ich einen Hund, der immer bei mir war. Ja, war ein ganz toller Hund. So, jetzt pass mal auf. Ich habe auf Instagram zu diesem Paket eine Frage gestellt. Und zwar, schau mal, Car Soufflés. Also das ist das Paket. Car Soufflé ist übrigens so eine Käsetasche. Die schon mal in Holland waren, werden es kennen. Es ist sauheiß immer in der Mitte. Und selbst wenn man denkt, es ist abgekühlt, ist es das nicht. So, da habe ich gesagt, hier, was denkt ihr, welche zwei Weltmeister da drin sind? Dann werde ich euch am Anfang von meinem nächsten Video erwähnen. So, 15 Kommentare. Ups, mal gucken. Cross Anderson, Barney Anderson, Anderson Cross. So, dann Gelaber von mir. Taylor Barney, Taylor Wright, MVG Wright, Anderson MVG, MVG Lewis, Jockey Wilson Raymond, auch nicht schlechter Tipp. Wright Taylor, Barney MVG, Wright Cross, Wright Anderson. So. Ja, das heißt, ich werde offiziell am Anfang meines Videos keinen erwähnen, denn es hat keiner richtig. Cross ist einer, der ist richtig. Und der andere, da schauen wir jetzt mal kurz rein, wer da noch drin ist. Es sind 7 Set Starts drin. Und ein Weltmeister ist sogar zweimal drin und der ist meiner Meinung nach auch Doppelweltmeister. Von daher, den habt ihr komplett nicht mehr auf dem Schirm, den Kollege. Ist auch nicht verwunderlich, weil er hat auch nicht viel gerissen in letzter Zeit. So, Sherry. Gekauft habe ich das Ding übrigens über Facebook. Kann man Glück und Pech haben. Dies war Glück, war ein sehr netter Verkäufer. Da ist er schon, den keiner genannt hat. Jungs und Mädels, Eddie Lewis hat keiner genannt. Steht wahrscheinlich drauf, 2x, ne? Ja, 2x PDC World Champion. So, Eddie Lewis ist hier einmal drin. Und zwar, hier steht es, in 21 Gramm. Hier, ich habe es selber nicht gesehen wegen der Spiegelung. 21 Gramm, geiler Dart, den hatte ich schon mal. Den habe ich verkauft, jetzt habe ich ihn wieder selber gekauft. Schau mal, ist da ein Kratzer? Ne, ist ein bisschen was an der Folie, schaut gut aus. Dann, mit anderen Spitzen, okay, 21 Gramm. Eddie Lewis, gleicher Dart, andere Spitzen. Sieht ein bisschen aus wie Harrow's Epics. Achso, Entschuldigung, hier sind auch schon andere Spitzen drauf. Ich hätte jetzt gesagt Storm Points, aber welche genau? Mal gucken. Und hier ist der andere Weltmeister, Rob Cross. Und Cross Darts habe ich, glaube ich, noch nie in der Hand gehabt. 21 Gramm, das Paket ist deswegen so geil, weil das alles in meiner Range ist. Ich spiele gerade 20, aber ein bisschen schwerer, 21. Mal versuchen, wäre mal ganz geil. Und dann haben wir hier... Jetzt zeige ich gerade alles in meiner Range. Okay, die sind 23 Gramm. Die Oracle, aber die Oracle hatte ich ja schon mal. Und die sind auch geil. Die sind auch richtig geil. Nur waren die nichts für mich. Von daher werde ich die auch hier im Shop wieder anbieten. Und die werden weggehen wie warme Semmeln. Die Oracle sind einfach mega geil. Sehen geil aus und sind ein geiler Dart. Jetzt ruft mich irgendeine fremde Nummer an. So, da wollen ein paar Leute ein paar Darts testen kommen. Das ist natürlich absolut in Ordnung. Ich wollte zwar was mit meiner Frau essen, aber... Tja, vielleicht kommt die auch hierher, ich habe ihr geschrieben. So, dann haben wir hier noch drin, den Mission Kronos. Mission, boah, 95% Tungsten Blue Titanium. Boah, der ist geiler als ich dachte vom Foto her. Boah, der macht Bock. Sieht aus wie die Schraubenabteilung im Baumarkt, hier mit den Muttern so, Muttern eingelegt. Geil, der ist ja mal geil. Das ist eh geil hier. Ich will allein schon die Bude hier so gönnen. Super geil. So, dann hat der Sascha mir noch ein paar Flights reingelegt, hat er gesagt. Finde ich absolut geil. Einmal passen die zum Oracle, einmal passen die zum Kronos. Standesgemäß in Ruthless Tüten. Ja, lauter Pentathlon HD 150er. Puh. Geil. Danke, Sascha. Mega geil. So, und dann ist noch jemand, wo man sagen könnte, das ist der Weltmeister. Nee, der war zwar im Finale 2019, der hat die Bude aber nicht gewonnen. Der hat zwar einen Haufen Zeug schon gewonnen, aber ist kein Weltmeister. Michael Smith, 22 Gramm. Ich habe auch nachgeschaut, ob er vielleicht Jugendweltmeister war, weil ich dachte, es war er. World Youth Championship 2013 hat er 6-1 gegen Ricky Evans gewonnen.
Ich hätte jetzt eben seine Darts anders in Erinnerung gehabt. Also eher Silber statt Schwarz. Signature Replica. Ja gut, ist ja klar, dass das Replikas sind. Barrel Upgrade. Okay. Jo. Und dann ein Dart, der mich sehr interessiert hat. Und zwar, ich habe ja die Wolfram Infinity. Ah, da ist kein Dart drin. Nein. 21 Gramm. Jetzt mal gleich mal schauen, wo der Dart hier hin ist. Ist da irgendjemand da, der aussieht wie ein Dart? Da, 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 da. Hallo? Hallo Dart? Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Wolfram, du warst nie für mich da. Ach Gott, zum Glück Wolfram. Wolfram, da ist er. Geil. Geil, der sieht direkt aus wie der Dart, den ich spiele. Wie viel Gramm waren das? 21. Geil. Der interessiert mich jetzt hardcore. Da sind Spinner drauf. Pro-Grip Spinner. Ja. Hihi. Pro-Grip Spinner sind da drauf. Geil. Da ist der Wolf Widder. Wolf Ram. Wolf Ram heißt Widder. Und Wolfram heißt natürlich Tungsten übersetzt auf Deutsch. Deswegen ist es ein Wortspiel von Harrows. Ist mir auch egal. Wortspiel zum Dartspiel mache ich. Man kriegt ihn jetzt nicht scharf, weil er sich nicht einfangen lässt, weil er zu geil ist, ne? Jetzt ist er ein bisschen scharf, ne? Boah. Gut, als Widder ist man immer scharf, ne? Da steht auch 21,0 Gramm nochmal eingraviert, das finde ich geil. Boah, das könnte ein echtes Projektil sein. Ich schraub den mal auf hier. Nur ganz kurz nochmal reinschauen, das war's nämlich. So, und jetzt pass mal auf, ihr habt es zwar alle falsch gehabt. Und ich werfe jetzt den Wolfram ganz kurz. Aber ich habe mir gedacht, schreibt mal in die Kommentare, welches dieser Sets ich reviewen soll. Den Lewis, gut, das ist quasi zweimal der gleiche, nur mit anderen Spitzen. Mission Kronos, den Smith, den Voltage oder den Oracle. Schreibt es in die Kommentare, die meisten Votes für welches Pack auch immer, mache ich das nächste Review drüber. Also ich kann nicht versprechen, dass das nächste Video ist, aber ich möchte mehr Darts Reviews auch machen. Und das nächste Review mache ich dann darüber. Okay? Schreibt es unten rein, ich zähle dann die Kommentärchen durch. Wenn ich dann soweit bin, dieses Video zu machen. Und wer dann die meisten Kommentärchen hat, der gewinnt. Die gibt es dann auf die Augen. So, und jetzt mache ich mal den Alarm hier an. Den Alarm. Den Fido-Dart-Automat mache ich an. Ah, da stecken meine Darts sogar drin. Oh Gott, peinlich. Eine 30. Naja, egal. So, pass mal auf. Jetzt siehst du, dass der Wolfram und mein Dart sich gar nicht so sehr unterscheiden. Ich habe einen Unicorn Gripper 20 Gramm. Und das ist der Wolfram. Siehst du das? Das könnte geil werden. Also den werfe ich jetzt mal. Ein Grämmchen mehr, ein bisschen mehr Spice, hinten mehr Grip, vorne mehr Grip. Das klingt wie mehr Grip, aber ich mag keinen mehr Grip. So, jetzt schauen wir mal, was da los ist. Ich kann jetzt nicht hier mega professionell aufziehen, weil da müsste ich jetzt zwei Kameras installieren und so weiter. Und jetzt hat er gerade einen angerufen, also jetzt kommen gleich drei Kunden. Also, so, ich tue jetzt die Marathon da drauf, die Wolfram Marathon. So viel gönne ich mir jetzt. So, da sehen wir sie nochmal. Mit den Harrows Marathon Wolfram Flights. Da hat er schon ein bisschen angeballert, das geht schon, ne? Und hier das 8-Flight-System und meine Unicorn, die ich gerade frisch sauber gemacht habe in dem Ultraschall-Cleaner hier. So, hier oben hat er Schaftgummis verwendet mit Plastikschäften. Interessant. Macht man eigentlich nicht so. Jo, und jetzt werfen wir sie mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich hoffe jetzt mal, man sieht mich so. Ha! Geil! Geil! Oh, die sind unverschämt geil. Also, war eine 26. Den hat zwar abgelenkt, aber der erste war knapp unter Triple 20. Vielleicht der erste. Das Gefühl war geil. Das könnte was sein. Das könnte was sein. So, wo ist denn jetzt ein Euro hier? Ich brauche Kohle für meinen eigenen Automat. Ja, ich muss hier selber auch zahlen. Das ist schlimm. Ah, jetzt klingelt's. Jetzt kriege ich das Video nicht fertig. Nein, Leute! Okay, see you next time. Hä? Jetzt ist der Dart weg. Ja, Leute, unglaublich. Jetzt war gerade jemand da, ne? Will so ein paar Darts werfen. Ich sage, ja, zufällig habe ich auch noch die reingekriegt. Also, wirft sie ein paar Mal, sagt, kauf ihn. Sag. Das war jetzt gerade der Dart, mit dem ich geliebäugelt hätte. Oh, das ist schon bitter, aber gut. Jetzt habe ich tatsächlich so im Hinterkopf, ich muss auf die Facebook-Gruppe gehen und fragen, ob einer den Wolfram Dart hat, 21 Gramm. Der war echt geil.
Der war echt geil. Ich kann auch verstehen, dass der den jetzt gekauft hat, weil der war echt geil. Tja, so kann es gehen. Das heißt, abstimmungsmäßig, der Wolfram ist leider raus. Louis, das mal angeschaut, die Oracle Outtest geworfen, die werde ich jetzt gleich nochmal werfen. Und einmal mit dem Wolfram Infinity verglichen. Tja, so kann es gehen. Ich fand den auch geil. Ich hätte den sogar geworfen. Ich bin echt am Überlegen, direkt auf Facebook zu gehen und den Wolfram 21 Gramm nochmal zu kaufen. Anzeige ist geschaltet. Das tut jetzt echt weh. Das hat sich echt so erleichtert angefühlt, so von wegen, ah, das ist ein Dart, ah, das wird eine geile Sache, ne? Bam, ist er weg. Naja, so kann es gehen. Also, macht es gut. Tschüssi!